Und ich hatte in der Eingangs erwähnt gehabt, dass die Muslime davon ausgehen, dass der Glaube an die Existenz eines Schöpfergottes etwas ist, das in der Veranlagung des Menschen bereits existiert. Wie Allah Ta'ala sagt, Fitrat Allah, die Veranlagung Allahs, yani die Veranlagung, auf die er die Menschen geschaffen hat. Und wir hatten auch die zwei Ahadithe erwähnt, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, er sagte in dem Hadith Qudsi, inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum fajtalathum ash-shayatin. Ich habe meine Diener alle ohne Ausnahme als Hunafa erschaffen. Al-Hunafa bedeutet mit einer Veranlagung zum Tawhid, mit einer natürlichen Veranlagung zum Tawhid, zu dem natürlich auch der Iman an die Existenz Allah Ta'alas gehört. Und er sagte in dem Hadith, jeder Einzelne wird auf den entsprechend der Veranlagung geschaffen. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِ. Seine Eltern machen aus ihm einen Juden oder einen Christen. Ich hatte im letzten Dars etwas ansprechen wollen, was im Laufe des Gesprächs aber dann irgendwie in den Hintergrund gerückt ist und ich habe es vergessen. Und zwar, was es bedeutet, wenn wir von der Fitra reden, dass es eine Veranlagung zum Tawhid gibt, eine Veranlagung zum Islam. Was ist damit gemeint? Ich hatte die Frage gestellt, bedeutet es, wenn wir ein Kind beispielsweise isolieren von äußerlichen Einflüssen, komplett isolieren und dass das Kind in dieser Isolation aufwächst, bedeutet es, dass es den Tawhid, die Erkenntnisse des Tawhid irgendwie in sich tragen wird, oder was genau soll man darunter verstehen? Ibn Abd al-Barr, Himaullah, ein großer malikitischer Rechtsgelehrter, einer der größten seiner Zeit, der das Buch Al-Istidkar geschrieben hat und Al-Tamhid, sind Erklärungen zu Al-Muwatta, die größten Erklärungen zu der Al-Muwatta von Al-Imam Malik. Wie dem auch sei, Ibn Abd al-Barr war der Auffassung, er hat die Texte der Fitra wie folgt ausgelegt. Er sagte, auf der Fitra diese Veranlagung zu haben, in sich zu tragen, bedeutet nicht, dass der Mensch, wenn er in Isolation lebt, dass er diese Erkenntnisse, diese Informationen über den Tawhid irgendwie aus sich selbst heraus gewinnen wird. Was bedeutet dann die Fitra? Er sagte, die Fitra bedeutet, dass er eine Bereitschaft dazu hat. Er hat eine Bereitschaft in sich. Das heißt, es gibt so eine Andockstelle sozusagen. Ja? Da können die äußeren Einflüsse andocken und die Fitra sozusagen zum Blühen bringen. Das bedeutet aber nicht, dass der Mensch einfach, wie gesagt, aus sich selbst irgendwie Informationen erzeugt über den Tawhid. Das bedeutet einfach, dass er eine Bereitschaft dazu hat. Das ist ähnlich wie die Aussage der Fuqaha. Das ist aber eine Auffassung. Es gibt natürlich auch andere Auffassungen. Das ist ähnlich wie die Aussage der Fuqaha oder der Usulion. Wer ist der Faqih? Wer ist ein Rechtsgelehrter? Sie sagen folgenden Aussatz. Man arafa al-ahkam al-fiqhiyya al-amaliyya. Wer die praxisbezogenen Ahkam des Fiqh kennt. Die praxisbezogenen Ahkam des Fiqh kennt. Also alle. Alle Ahkam. Gibt es jemanden, der jeden einzelnen Hukm der Scharia präsent im Kopf hat? Sodass du ihn nur fragen muss und er kann sofort abrufen, alle möglichen Fragen und Antworten, alle möglichen Masail. Selbst die größten Mujtahidun hatten nicht diese Kapazität. Tayyib. Al-Imam Malik wurde über jemand kam aus dem Al-Andalus, aus Andalusien, kamen sie zu Al-Imam Malik, weil er
Er hatte schon zu seiner Lebenszeit einen gewissen Namen gehabt in der islamischen Welt. Und man sagte auch über ihn, wenn Malik in Medina ist, wenn er in Medina ist, ist niemand berechtigt, Rechtsurteile zu sprechen in seiner Anwesenheit. Oder man sagte auch über ihn, Al-Shafi'i sagte über ihn, wenn die Ulama genannt werden, dann ist Malik ein Stern im Himmel, also im Himmel der Ulama. Al-Imam Malik, eine Gruppe von Leuten kam aus Al-Andalus zu ihm mit gewissen Rechtsfragen. Sie wurden ausgeschickt von dort. Und er hat eine Menge dieser Fragen mit der Aussage beantwortet, ich weiß es nicht. Er wurde über 40 Sachen gefragt, glaube ich, um die 40. Und er hat bei 15 bis 20 Fragen hat er gesagt, ich weiß es nicht. Und dann hat der Mann sich gewundert. Er sagte, die Leute sprechen von dir und so, loben dich. Und ich habe so einen weiten Weg hier auf mich genommen, um dich zu fragen. Und was soll ich den Leuten sagen, wenn ich zurückgehe? Und er sagte, sag ihnen, Malik hat gesagt, er weiß es nicht. Was ich damit sagen will, ist, Imam Malik war ein Mujtahid oder nicht? Er war ein Mujtahid. War ein Rechtsgelehrter, ein Faqih? Er war ein Rechtsgelehrter. Diese Definition der Usulion, trifft sie auf ihn zu oder nicht? Die Definition sagt, der Faqih ist der, der alle Ahkam der Scharia kennt. Entweder ist die Definition nicht korrekt oder diese Definition muss ein bisschen eingeschränkt werden. Und sie wird eingeschränkt. Was sagen Sie? Das ist der Punkt, das ist die Ähnlichkeit bei der Geschichte mit der Fitra, deswegen erwähne ich das hier. Sie sagen, man arafa al-ahkam al-fiqhiyya bil-quwa al-qariba. Bil-fi'l au bil-quwa al-qariba. Was heißt das? Wer die Ahkam der Scharia tatsächlich kennt, also im Moment der Frage, sind sie präsent, sie sind bei ihm da, er kann sie sofort abrufen, oder er hat die Kompetenzen dazu, die Fähigkeiten, die Bereitschaft dazu, sie schon bald herauszufinden. Und so ist es mit der Fitra. Es ist eine Bereitschaft im Menschen da, den Einfluss, den äußeren Einfluss des Tawhid anzunehmen. Er kann ja auch die äußeren Einflüsse des Kufr annehmen, oder nicht? Sagen wir dann auch, er ist veranlagt zum Kufr? Was bedeutet das? Die Bereitschaft bedeutet natürlich auch, dass eine Tendenz da ist, eine gewisse Tendenz, also eine Tendenz mehr zum Tawhid als zu seinem Gegenteil. Das ist die Fitra. Die Sache der Existenz Gottes, eines Schöpfer Gottes, ist aber nicht nur etwas, das auf die Fitra basiert. Und das ist eine wichtige Sache, die man begreifen muss. Die Fitra alleine ist kein entscheidendes, endgültiges Argument gegen den Menschen. Wisst ihr, was ich damit meine? Es gibt in der Veranlagung des Menschen oder in dem natürlichen Verstand des Menschen auch gewisse Erkenntnisse oder, ja, ich nenne es mal Erkenntnisse, auch hinsichtlich des Gut und Schlecht. Der Mensch, fast jeder Mensch weiß, einfach so instinktiv nenne ich das mal, dass das Lügen etwas Schlechtes ist. Und dass die Wahrheit, ehrlich zu sein, die Wahrheit zu sprechen, etwas Edles, Gutes ist. Die Menschen wissen, dass beispielsweise das Morden, unberechtigte Morden etwas nicht Akzeptables ist, etwas nicht Gutes ist. Auch wenn sie das nicht unbedingt durch eine moralische Lehre oder eine Religion beigebracht bekommen. Das nennen wir auch Fitra. Jetzt eine Frage. Nehmen wir mal an, wir haben hier eine Gruppierung von Menschen, die nichts von der Risala, von einer göttlichen, prophetischen Botschaft mitbekommen haben. Sie haben nichts davon mitbekommen. Und unter ihnen, also sie sind noch nicht Träger von einer Botschaft. Die nennt man Ahlul Fatra unter anderem.
Unter ihnen hat sich das Morden und Töten breit gemacht. Aber wir sagen, man weiß trotzdem durch die natürliche Veranlagung des Menschen, durch seinen gesunden Menschenverstand, instinktiv, dass das nicht unbedingt eine gute Sache ist. Die Frage jetzt hier, werden sie für das Töten belangt vor der Offenbarung der Scharia, die ihnen das verbietet, vor der Offenbarung einer göttlichen Botschaft, die ihnen das verbietet, werden sie dafür belangt? In der Akhira? Im Sinne, dass, also belangen in dem Sinne, dass man zu ihnen sagt, hier, ihr habt ein Gebot gebrochen. Ihr habt ein Gebot gebrochen und ihr werdet dafür bestraft. Ihr bekommt das vergolten. Die Hujja ist alleine die Fitra ist keine ausschlaggebende, endgültige Hujja. Sie ist nur eine unterstützende Hujja. Deswegen sagt Allah Ta'ala, وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Und wir werden nicht bestrafen, bis wir einen Rasul entsandt haben. Er hat nicht gesagt, wir werden euch bestrafen wegen der Fitra. Wir haben euch ja der Veranlagung nach geschaffen. Und das trifft auf viele Thematiken zu, auch Teilthematiken. Beispiel die Hoheit Allah Ta'alas. Al-Ulu, dass Allah Ta'ala über seine Geschöpfe ist. Das ist durchaus, kann man darüber sagen, dass es eine Sache ist, die instinktiv gewusst wird. Ein kleines Beispiel dazu. Ihr kennt bestimmt Abu al-Ma'ali al-Juwayni, der auch Imam al-Haramain genannt wird. Von den Shafi'iyya, ein Usul und Fiqh-Gelehrte, aber auf dem Madhab der Asha'ira. Und jemand kam zu ihm, und er war gerade in seiner Sitzung und sprach über die Thematik der Hoheit Allah Ta'ala, dass er über seinen Geschöpfen ist. Und dann sagte diese Person, die eingetreten ist bei ihm, er sagte zu ihm, sag mir doch, was ist das für ein Gefühl, das wir in uns haben? Wir haben ein Gefühl, ein instinktives Gefühl, dass wenn wir uns Allah Ta'ala zuwenden, ja, zum Beispiel in den Bittgebeten, dass wir unsere Hände oder unser Angesicht emporheben nach oben. Du hast noch niemanden gesehen, oder? Wir reden mal von den Menschen, die nicht gelehrt worden sind. Weil wenn ich unterrichtet werde, beispielsweise Tag ein, Tag aus, dass Allah Ta'ala über den Geschöpfen ist, dann ist es selbstverständlich, dass ich das mache. Aber so das allgemeine Volk, die allgemeinen Muslime, die nicht viel wissen, die einfach nur den Koran lesen, ein bisschen die Hadith hören, nicht geschult und gebildet sind. Hast du schon mal jemanden gesehen, wenn er Dua macht, dass er mit seinen Händen und dem Gesicht nach Boden, Richtung Boden geht? Man hat instinktiv ein Verlangen danach, mit den Händen und dem Gesicht emporzusteigen, richtig? Er fragte ihn über diese Veranlagung im Menschen und dann sagte er, Hayyarani Fulan, und sagte sein Name. Er sagte, Fulan hat mich irritiert, aus dem Konzept gebracht, weil er weiß das über sich selbst auch, dass er diesen Instinkt hat. Aber nehmen wir mal an, man kann das instinktiv wissen. Jemand weiß es nicht. Jemand interpretiert das anders um. Ist das erzwingend? Oder sagen wir, er ist nicht unbedingt gebildet und gelehrt. Und er hat das irgendwo gehört, dass diese Verse, in denen es über den Ulu Allahs geht oder über den Istiwa, über den Thron, man hat ihm gesagt, das bedeutet so und so. Er ist kein geschulter Mann, er ist einfach ein ganz einfacher Mann. Er hört das von den Mashaikh und den Ulama und nimmt das so hin. Tayyib. Sagen wir mal, den Wahy hat er nicht verstanden oder gar nicht gehört. Ist die Fitra allein ausreichend für das Belangen dieses Menschen? Die Fitra alleine? Die Fitra alleine ist keine
Hujjah. Deswegen sagt Al-Hafidh Al-Hakami, rahimahullah, er sprach über die drei Hujjaj, die Allah Ta'ala, mit denen Allah Ta'ala die Menschen ausgestattet hat. Einmal die Fitra, einmal der Verstand und dann die Offenbarung. Aber er sagte, dass diese ersten zwei nur unterstützende Hujjaj sind. Ganz alleine sind sie nicht ausschlaggebend. Alleine nicht ausschlaggebend. طيب